sing with a band. Well, I want all of you to stand up and get with it till the end. Vielen Dank, vielen Dank. Dankeschön. Einen recht schönen guten Abend allerseits. Ich freue mich, dass Sie alle wieder hierher gekommen sind und dass auch Sie zusehen, denen ich jetzt den Rücken zuwende. Sie zu Hause, einen recht schönen guten Abend. Wieder mal 30 Minuten für uns. Ich habe da zwei gesehen, die haben so Leibchen gehabt. Da stand Spotlight drauf. Sind die da wohnen? Kommt her zu mir, rasch. Das müssen wir mal herzeigen. Aber rasch, rasch, rasch. Wir haben ja nicht viel Zeit. Dreht euch mal um zur Kamera. Ihr habt euch das selber drucken lassen? Selber gemacht. Sogar selbst gemacht? Wie alt seid ihr beide? 14. 14, mit Stofffarben gemacht. Das sieht aber gut aus. Ich bin gerührt. Danke. Gut, setzt euch wieder nieder. Ich wollte das nur mal herzeigen, dass sich Leute das selber machen, finde ich schon großartig. Nun, in Österreich eine Karriere zu machen, vor allem als Nachwuchssänger, das ist gar nicht so einfach und einige versuchen es immer wieder. Es gab einen ganz großen Nachwuchssänger-Wettbewerb in letzter Zeit und wir haben uns einen der Spitzenreiter, ich glaube sogar den Sieger, das wird er uns dann später noch sagen, hierher eingeladen. Dazu haben wir auch den Franco Andolfo mit seiner Band wieder eingeladen, damit er ihn begleiten kann. Wollen wir den Franco begrüßen, bitte? Ja, danke. Und Sie sehen ihn dann auch gleich im Bild. Und der junge Sänger, den ich vorstellen darf, das ist Ernst Rudi Gier und er singt Madeleine. Madeleine, du bist mein Sterben, mein Leben, seit ich dich zum ersten Mal gesehen. Mein Alltag ist nur mehr ein Irrenhaus, ich hasse die Nacht, in der ich dich gesehen. Madeleine, warum muss mich der Zufall strafen? Hätte ich die Bar doch nicht betreten, hätte ich dich auch nichtmals gesehen. Doch mit dem ersten Blick war es geschehen. Ich war von dir wie verzaubert im Nu, von deinem Tanz benommen wie im Rausch. Als du dort auf den Brettern tanztest, glaubte ich, es wäre alles nur für mich. Dann hast du mich angesehen. Wenig später lagst du in meinen Armen und sagtest, liebster, ganz leise mir ins Ohr. Früh am Morgen ging ich nach Hause, der Mond war längst hinterm Berg. Trockene Lippen, leer die Taschen, im Kopf war alles durcheinander. Wie ein leeres Schneckenhaus, ein Tresor, der ausgeraubt. Du warst der Räuber und ich kannte ihn, Madeleine. Madeleine. Madeleine, seit jener Nacht bin ich verliebt in dich und das ist für mich ganz fürchterlich. Denn ich kann es nicht mehr ausstehen, so wie ich jede Nacht die Männer hier sehen. Madeleine, und immer wenn ich davon reden will, dich einfach von hier fortbringen will, lachst du nur und drehst dich um und flüsterst einem anderen so wie mir damals zärtlich ins Ohr. Gefangen war ich, bevor ich's ahnte, in deinem ausgespannten Netz, hilflos in unsichtbaren Maschen, lässt du mich zappeln Tag und Nacht. Und ich frag mich, wie es enden soll, ob ich Glück hab und entkomm. Madeleine, ein Rat, nimm es nicht zu leicht mit mir. Ein Spiel darf nicht ohne Grenzen sein.
dein goldener Schein ist bald getrübt. Und dann bittest auch du, reißt die Hand, doch wer nimmt sie, Madeleine? Wir versuchen uns